packende Ringreportage, präsentiert von folgenden Firmen: Draxler Haustechnik Willisal, Brack, besser online einkaufen, Stutzbau bietet Lehrstellen. Raiffeisen. Swiss Helikopter, Ihre kompetente Partner für alle Helikopterflüge und Helikoptertransport. Lehrmilchtechnolog, bewirb dich jetzt bei der neuen NAFMilch AG. Sehen Sie jetzt Ringer porträtiert. Die wöchentliche Serie exklusiv auf Telenav Tele Zentralschweiz. Heute mit dem Andreas Burkhardt für Einsiedler und dem Florian Bissi für Willisau. Von wo kommst du? Ich komme von Rhein. Wie alt? 15. Beruf? Ich bin in unserer Schule. In welcher Klasse? 3. Sek. Hobby? Ich tue gerne Ringen und Handwerk, also Werk eigentlich noch so mit Holz. Was machst du da also? Seifenkisten für meine kleinen Brüder. In welcher Situation hast du dir überlegt, ja, jetzt warte ich zu den Ringer? Ich hatte schon immer das Vorbild meines Vaters. Er hat auch gesagt, ob ich Lust habe zum Ringen. Und so bin ich aufs Ringen gekommen. Was sind deine Stärken? Meine Stärken sind sicher, dass ich mich durchsetzen kann. Und technisch im Ringen, ja. Was willst du noch besser machen? Wo trainierst du jetzt gerade? Ziemlich an meiner Kraft. Wie ihr seht, ich bin noch ein bisschen unterlegen bei meinen Gegnern, weil ich nicht so viel Kraft habe wie meine Gegner. Ja, aber trotzdem, du bist zum Ringen gekommen. Was findest du am Ringen gut? Also der Zweikampf, dass man um seine Punkte muss kämpfen muss. Ja. Was ist manchmal ein bisschen schwierig? Dass man einfach sich einfach fokussieren kann auf etwas. Also zum Beispiel auf einen Gegner, dass du nicht zu fest Angst hast oder so. Hast du dich heute ein bisschen vorbereitet mit dem Fokussieren auf einen Gegner? Hast du etwa gewusst, was es könnte sein? Ja, also ich habe eigentlich damit gerechnet, dass ich den Keil bekomme. Ich habe gewusst, er ist kräftig, ein bisschen grösser, technisch ziemlich stark. Ich habe mich darauf eingestellt. Was sind deine grössten Erfolge bis jetzt? Du bist ja noch jung. Ich bin letztes Jahr zweifacher Schweizermeister geworden im Fläschchen und Greco. Und ich durfte auf Tallinn und habe mit 10. Platz geholt. Was hast du für Ziel? Weltmeisterschaften, die Olympiaden. Also ich habe noch grosse Ziele vor mir, ja. Also du hast auch Vorbild, gell? Der Stevie Reichmuth zum Beispiel? Ja, Stevie, ja. Vor allem Stevie. Was denkst du, was macht dich aus? Was ist so ein Besondere an dir? Ich denke, ich bin sehr offen. Ich tue alles erzählen, was mich belastet. Braucht es auch manchmal, gell, wenn du so eine Niederlage einsteckst? Ja, aber ich bin zufrieden heute. Danke vielmals. Ringer porträtiert. Andreas Burkhardt, von wo kommst du? Ich werde nicht. Ich komme von Einsiedeln, ein bisschen ausserhalb von Einsiedeln, das heisst gross, ein kleines Dörfchen. Wie alt bist du? 24 jetzt gerade. Beruf? Bis im Sommer war ich Wirtschaftsstudent an der Uni Luzern. Und jetzt in einer Woche fange ich bei E&Y die Wirtschaftsprüfung an zu arbeiten. Also ein ganz neuer Job für mich. Ich freue mich mega. Hobby? Ja, ich würde sagen, so ein Sport allgemein, Kollegen, Ausgang. Also das heisst, neben dem Ringen gehe ich sehr gerne biken, schwimmen, joggen, alles, was Spass macht, so als Ausgleich zum Ringen. In welcher Situation oder was hat es ausgemacht, dass du gesagt hast, jetzt warte ich zu den Ringer? Ja, das war schon eine Herzensentscheidung, glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau, 7, 8 oder so, Ferienspass, die es kennen. Also ich war noch in der Primarschule, ich bin Ferienspass, habe mich dort angemeldet. Und ja, es hat eingeschlagen wie ein Blitz, die Mutter nicht so Freude gehabt, weil ich war mega klein, fein und immer gedacht, es ist gefährlich, Kampfsport und so.
Aber ja, es war die grösste Bestrafung, wenn die dumme Tour heim hat, dass sie mir das Training gestrichen. Du bist nicht einer, der Vater, den Onkel oder sonst irgendetwas, sondern der Ferienspass war bei dir ausschlaggebend. Ja, definitiv. Also meine Familie war nicht unsportlich so, aber nie einen spezifischen Sport ausgegeben. Ja, die Mutter ein bisschen Volleyball, aber ja, nein, sonst völlig keinen Kontakt zum Ringen früher oder vorher. Was sind deine Stärken, von wo haben die Gegner Angst? Ja, meine Stärken. Puh. Ja, schwierig zu sagen, weiß auch nicht. Ja, meine Stärken. Ich weiß es wirklich nicht. Also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich habe mal zufällig gehört, dass ich so einer sei, der so ein bisschen bollen tut. Hat ein Gegner von mir so über mich gesagt zu einem anderen Gegner von mir. Also sind ich und andere müssen gegeneinander und dann haben zwei über uns gesagt, ja, das sind zwei, die bollen können. Ich weiß nicht, vielleicht ist das meine Stärke, ich weiß nicht. Jetzt kannst du mal ein bisschen beschreiben, was ist, was macht man da? Im Ringen? Also wenn es das Bollen ist, wenn das Bollen ist, so ein bisschen, ja, einfach zu pushen, viel pushen und voll vorwärts, körperbetont vielleicht. Also so sind es einmal die beiden gemeint, die sie über mich gesagt haben. Ich habe noch gelacht im Hintergrund und haben gemerkt, dass ich es gehört habe. Was trainierst du gerade, wo willst du besser werden? Ja, technisch will ich besser werden. Weil ich bin, sind wir früher oder auch heute noch, sagen sie mir am liebsten, ja, sie sehen, wie ich überlegen werde im Kampf. Und ja, wenn man überlegt, ist man natürlich zu langsam und ja, da muss ich schneller werden. Also schnelle Reaktionen, so gesehen. Was findest du am Ringen toll? Und toll ist es mega, es braucht alles. Also es braucht Körper, Herz, man muss den Kopf beieinander ziehen. Also es ist ein mega breiter Sport und gleichzeitig finde ich jetzt im Vergleich zu anderen Sportarten ist es auch, ich finde es jetzt ein gesunder Sport, sage ich mal. Es gibt relativ viel wenig Verletzungen. Sag jetzt mal, meiner Meinung nach, es gibt relativ wenig Verletzungen vielleicht zu anderen Sportarten. Vorausgesetzt, wir trainieren genug und wir tun richtig trainieren. Und das finde ich cool. Ja. Was ist manchmal schwierig? Ja, schwierig ist, wenn man, wenn man hinten drin ist oder so. Und, man hört die Leute oder so und ja, man mag nicht mehr und hat zu wenig Sauerstoff im Kopf und weiß nicht, was machen. Ja, wir haben ein Elend. Wenn wir noch abnehmen müssen, das macht es auch nicht einfach. Und Ziel? Ein Ziel, gesund bleiben. Jawohl. Was denkst du, was ist so ein bisschen das Besondere an dir? Das Besondere an mir? Ja. Ja, also in Bezug aufs Ringen sagt mir viel, wenn ich auf die Matte komme, dann läuft etwas. Es geht natürlich auch viel in die Hose und es klappt ab und zu etwas, aber es läuft meist häufig etwas auf der Matte. Ob ich jetzt gewinnen oder verlieren, aber sie sagen häufig, läuft etwas auf der Matte. Und es macht mir natürlich Freude, wenn es den Leuten auch Spass macht. Also, ja. Was sind deine grössten Erfolge? Ja, mein grösster Erfolg ist, dass ich nicht nach wie vor Freude am Ringen. Ja, ich bin letztes Jahr sind wir Vierter geworden mit der Mannschaft. Cool gewesen, wenn man noch mehr alle geholt hätte, aber wir sind jetzt halt Vierter geworden und aktiv Schweizer Meister bin ich. Einzel Schweizer Meister im Freistil bin ich geworden und vorletztes Jahr in Greco auch Schweizer Meister. Vorletztes Jahr bin ich im Greco Erster geworden und im Freistil Dritter, also aktiv, und letztes Jahr im Freistil Erster. Und Greco einen Schwanzplatz verwünscht. Das können wir wieder tun. Ringen dank starken Partner. Folgende Firmen haben Ihnen diese Sendung präsentiert: Draxler Haustechnik Willisal. Brack. Besser online einkaufen. Stutzbau bietet Lehrstellen. Raiffeisen. Das
Swiss Helikopter, Ihre kompetente Partner für alle Helikopterflüge und Helikoptertransport. Lehr-Milchtechnolog, bewirb dich jetzt bei der neuen NAF-Milch AG.